Ostdeutschland, im Jahr 1896. Das schon damals recht trostlose Brandenburg. In einer Zeit, als man Feminismus noch "Jetzt hab dich doch nicht so" nannte. Und es noch keinen Unterschied gab zwischen einvernehmlichem Geschlechtsverkehr und Vergewaltigung. Der alte, weiße, privilegierte, hundertprozentige Cis-Mann, Baron Gerd von Innstetten, ist gekommen, um die Hand der einzigen Tochter seiner Ex-Bumse Luise von Briest anzuhalten. Der neue Kutscher Eschten ist wirklich patent. Hier nimmt die wohl langweiligste und überinterpretierteste Liebestragödie der deutschen Literaturgeschichte ihren leicht zähen Anfang. Mahlzeit. Willkommen im Elternhaus von Effi Briest, die nicht einmal halb so alt ist wie der Baron. Das riecht aber toll. Selber gekocht? Alles selbst gekocht. Nach einem Rezept meiner Mutter. Und Effi, wie gefällt dir der Herr Baron? Ja. Also für seinen Style kriegt der Baron 2 Punkte, für das Geld gibt's noch 10 Punkte, dafür, dass meine Mutter ihn ganz nett findet, gibt's noch 1 Punkt dazu. Aber für das Alter, den Body und das Gesicht muss ich leider 11 Punkte abziehen, das macht dann am Ende 2. 2 Punkte. 69. Und Effilein, freust du dich auf das Eheleben? Warum muss ich den überhaupt heiraten? Der ist voll alt. Effilein, Mama und Papa wollen dich an den Herrn Baron verschachern, dass du in ein gutes Haus einheiratest, damit Mama und Papa ihr gutes Haus behalten können. Außerdem sollst du jemand Besseren finden als ich. Ja, das ist genauso. Das ist ein weites Feld. Ja, dann ist die Hochzeit ja beschlossene Sache. Eigentlich will ich das nicht. Aber die gesellschaftlichen Konventionen der Zeit, in der diese Geschichte hier spielt, gestatten es mir nicht, als Frau zu sagen, was ich wirklich will. Wusstest du, dass während wir hier sitzen, eine Chemikerin 2 strahlende Elemente isoliert, die sie Polonium und Radium nennt? Eine Frau. Ja. Isst du mal deine Erdnussbutter, die letzte Woche erfunden wurde, und wasch dir die Scheide. Der Herr Baron möchte dich heute Abend zum ersten Mal vergewaltigen. Ach, und herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Genau, Glückwunsch. Dankeschön. Und weil Effi nicht schnell genug Nein heißt Nein sagt und man in Deutschland im Jahr 1896 noch kein Problem mit Kinderehen hat, wird die jungfräuliche Minderjährige mit dem schmuddeligen Fickbaron von Innstetten zwangsverheiratet und muss zu ihm in sein gruseliges Sexschloss ziehen. Boah, was bist du schwer geworden? Ich bin schwanger. Krass, direkt bei der ersten Vergewaltigung? Hättest du nicht ein kleines bisschen besser aufpassen können? Ach ja, Empfängnisverhütung. In 120 Jahren werden sich sicher auch die Männer gleichberechtigt dafür verantwortlich fühlen. Effilein, apropos Vergewaltigung. Ich könnte schon wieder. Aber nur, wenn ich diesmal die Musik aussuchen darf. Nein. Doch dann, eines Nachts im Spukschloss des Barons. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Warum sind Sie ein Chinese? Ist Theodor Fontane jetzt ein Rassist? Und wenn ja, warum essen Sie Ihre Ente dann nicht landestypisch mit Tischtennisschlägen? Herr Lübeck von Lübeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem alten Stand. Ich bin ein Fleischer! Gerd, wir haben einen Chinesen hier, wir müssen hier weg. So ein Quatsch, Ausländer gibt's nicht bei uns in Ostdeutschland. Sechs Schwangerschaftsmonate und knapp 200 ganz legale eheliche Vergewaltigungen später. Ich hab so satt. Seit Jahren zwingt der Alte mich zur fleischlichen Beiwohnung und guckt mich ansonsten mit dem Arsch nicht an. Um der täglich ehelichen Notzucht zu entfliehen, gibt's eigentlich nur eins. Sex mit einem anderen Mann. Und während wir uns fragen, wo eigentlich Theodor Fontanes Gesellschaftskritik aufhört und Altherrenfantasie anfängt, ziehen wieder viele sehr langweilige Monate ins Land. Ach ja, Effis Tochter kommt zur Welt, keine Ahnung, wie die heißt. Und Effi fängt eine Affäre mit einem Kollegen ihres Ehemannes an, dem schönen Major Krampas. Sag mal, hast du schon von dieser neuen Sportart gehört? Fußball? Ja, aber ich glaube, das wird sich in Deutschland nicht durchsetzen. Ich bleib lieber bei Brennball. Das ist der neue heiße Scheiß. Ich will auch mal mit ausreiten. Auf keinen Fall. Schlafen Sie mit meiner Frau? Nein. Dürfte ich? Negativ. Nicht, solange ich das mitbekomme. Allerdings bin ich morgen ziemlich busy. Ich habe morgens Kick-Off-Meeting, mittags ist Assessment Center und Incentive und abends Afterwork. Ihr könntet also undeckt und heimlich zu zweit ausreiten und umfummeln.
Effi, by the way, wo ist eigentlich unsere Tochter? Die habe ich schon seit Kapitel 14 nicht mehr gesehen. Tja, so sind sie, die jungen Frauen im 19. Jahrhundert. Nur Liebe und Schnackseln im Kopf. Du, was hältst du vom Pilates? Da gibt's in Bad Neuenahr gibt's einen ganz wunderbaren Kurs. Und danach kann man schön noch in die Sauna gehen. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte dich mal wieder nackt sehen. Deine prächtigen Hintern, deine prallen Brüste. Effilein, es gibt gute Nachrichten. Pack deine Sachen, unser Kind und die Nanny, die sich offenbar die ganze Zeit unbemerkt um unser Kind kümmert, ein. Wir ziehen nach Berlin. Da kannst du dann Sojamilch trinken oder Projekte machen oder mit dem Bugaboo am Kollwitzplatz abhängen oder was ihr jungen Milfs sonst so macht in Berlin. Wirklich, wir ziehen nach Berlin. Weil es hier spukt, ich ängstlich und depressiv bin, in einer Zwangsehe stecke und dieses Haus untrennbar für mich mit alltäglicher Vergewaltigung zusammenhängt? Nein, ich wurde zum Ministerialrat befördert. Ach so, das freut mich so für uns. Unser Kind, der oder die, hier, Dingens, und du, ihr reist übermorgen ab, ich bleibe noch ein paar Tage länger hier. Wichtige Baron-Geschäfte? Nein, ich versuche einfach so wenig Zeit wie möglich mit euch zu verbringen, ich kann euch nicht ausstehen. In Ordnung, ich werde nur noch ein paar Briefe an meine Mutter schreiben. Darf ich jetzt gehen? Noch nicht. Jetzt. Und weil diese Geschichte jetzt allmählich wirklich ein wenig zu zäh und schwerfällig wird, fährt Effi erstmal auf Kur in den Westen, um ein bisschen Abstand von der ganzen Scheiße zu Hause zu bekommen. Baron von Innstetten schnüffelt währenddessen natürlich in ihren Sachen. Aha, ich hatte dich schon erwartet, Steffi. Ich heiße Effi. Warum hast du mich aus der Kurklinik nicht abgeholt? Ich bin 80 Kilometer jetzt gelaufen. Lenk nicht ab, Frauenzimmer. Ich weiß ganz genau, was du getan hast. Du hast mich erwischt. Schweig. Keine Ausreden. Ich habe alle eure Briefe gelesen. Mir persönlich ist das ganze Rumgevögel völlig egal. Aber es ist mein Ruf, der kaputt geht. Nicht deiner. Du bist die Schlampe. Ich bin normaler Mensch. Die Konventionen unserer Zeit und mein übersteigertes Ehrgefühl erfordern es nun leider, dass ich mich mit meinem Rivalen duelliere. Herrgott doch mal, Effi. Du weißt doch, wie sehr ich schießen hasse. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Obwohl du mich jahrelang gegen meinen Willen begattet hast. Ich pack dir deine Sachen schon mal zusammen. Die kleine oder die große Pistole, duschst du da oder später hier? Ach, ich pack dir einfach ein Handtuch, ein großes Stück Kernseife und eine Capri-Sonne ein. Capri-Sonne! Es heißt Capri-Sonne! Hast du wirklich dran gedacht, den Schiedsrichter zu organisieren? Ich hab dir mehrmals auf die Mailbox gesprochen. Der müsste eigentlich jede Sekunde... Mein Gott, der soll auf die Tube drücken. Um 7:45 ist da dort. Mediathek. Also, wie waren nochmal die Spielregeln? Ich schieß auf dich und du schießt auf mich, oder? Nee, umgekehrt, oder? Also ein weites Feld. Ja, wem sagst du das? Leute! Ich bin da! Ich bin da! Sorry! Hier bin ich! Oh, tut mir leid! Oh, das tut mir leid. Oh, fuck, jetzt kommt's. Oh. Oh, so, ich bin da. Das war echt ein zu weites Feld. So, seid ihr bereit für die Seitenwahl? Jo. Dann los. Ich würde sagen, Kopf für den Major. Zahl für den Baron. Okay. Und Zahl. Der Baron fängt an. Ja, 1-0 für den Baron. Sehr verhaftet. Wieso bin ich denn jetzt verhaftet? Oh, das war ein weites Feld. Das ist ein zu weites Feld. Wie muss das denn sein? Das gibt's doch nicht. Tja, Major tot, Baron im Gefängnis, aber das Feld ist wirklich unglaublich weit. Und wer schuld ist an diesem ganzen deprimierenden Schlamassel, kann sich ja wohl jeder selber denken. Ich saß 2 Stunden im Knast und du hast mich nicht rausgeholt. Ich verstoße dich. Ab wann gilt das? Das tritt, nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Gut. Das Kind bleibt bei mir, denn Hauptsache Alessio geht's gut. Anni. Ja, die auch, wem auch immer. Warum tust du mir das an? Damit dieser wahnsinnig langweilige Plot endlich ein Ende findet. Von wem ist der eigentlich? Von Tane. Tane? Nie gehört. Bye.
Paolo. Nun wohne ich wieder allein, hab Mann und Kind verloren. Aber immerhin hältst du noch zu mir. Und die Moral von der Geschichte? Am Ende gewinnt der alte, weiße, privilegierte Mann und die Frau nicht. Aber das mag ein Problem meiner Zeit sein. In 120 Jahren wird die Welt da sicher schon weiter sein.